Pünktlich 7 Uhr öffnete das Kaufland am Bibelplatz am 30. März seine Pforten. Am Mittwochnachmittag gab es eine Marktpräsentation. Michael Hiese begrüßte alle Mitarbeiter und Gäste. In seiner Rede ging er noch einmal auf den Bauverlauf ein. Wir haben den kompletten Ladenbau erneuert. Wir haben hier unser aktuellstes und neuestes Konzept realisiert, was wir erst im Verlauf des letzten Kalenderjahres überhaupt entwickelt haben. In nur 6 Wochen wurde die Einrichtung komplett umgebaut und modernisiert. Er bedankte sich bei allen, die am Bau mitgewirkt haben. Musikalisch wurde der Nachmittag von den Blasmusikanten des Bergmusikchors Saxonia Freiberg unterstützt. Auch Verkaufsleiter Lutz Zimmermann war mit dem Umbau sehr zufrieden. Ich kann nur sagen, dass wir, die Bauarbeiter, die Mitarbeiter von Kaufland, uns die größte Mühe gegeben haben, die Verkaufsstätte in einem ganz anderen Licht erstrahlen zu lassen. Wir haben zum Beispiel niedrige Regale, wir haben eine andere Kundenführung. Wir haben freundliche Farben an der Wand, wir haben mittlerweile eine Fleischtheke, wo wir auch Fleischspezialitäten anbieten, bis hin zum Irish Beef. Wir haben eine wunderschöne Obst- und Gemüseabteilung und haben mittlerweile einen Backshop mit über 49 Artikeln, sodass wir glauben, die Kunden auch für diesen Markt begeistern zu können. Unter den Gästen war der Oberbürgermeister Sven Grüger. Er freute sich, dass durch diese Baumaßnahme der gesamte Komplex des Kauflandes aufgewertet werden konnte. Dem Einzelhandel in der Innenstadt kommt es zugute. Er wünschte den Mitarbeitern alles Gute, dem Kaufland gute Umsätze und eine kooperative Zusammenarbeit mit der Stadt Freiberg. Am Standort befand sich einst die Freiberger Brauerei. Braumeister Michael ging in seiner Rede auf die Geschichte des Freiberger Bieres ein. Freiberg ist nicht nur die älteste Bergstadt Sachsens. Diese Stadt Freiberg ist auch die älteste Braustadt in Sachsen. Das müssen wir immer wieder ab und zu mal sagen, damit die Leute das wissen. Und damit sie mal wissen, dass in dieser Braustadt Ordnung geherrscht hat. Der Oberbürgermeister durfte nun das Fass Bier anstechen. Nach dem Trinkspruch wurde auf das gelungene Bauwerk noch angestoßen. Sportlich zeigten sich die Rope Skipper aus Brand-Erbesdorf. Mit einem Blumenstrauß wurden auch einige Mitarbeiterinnen für ihre geleistete Arbeit geehrt. Auch die erste Kundin erhielt einen Blumenstrauß. Diana Schubert durchschnitt das Band und lud alle zum Einkaufen im neuen Kaufland ein. Die Verkaufsfläche ist um ca. 20% auf 3.300 Quadratmeter gewachsen. Die Regale sind niedriger geworden. Menschen mit Rollstühlen bzw. Rollatoren können sich nun besser bewegen. Schon am ersten Tag gab es durchweg positive Reaktionen. Ist alles sehr schön, alles sehr neu. Man muss erstmal wieder was finden, was man sucht. Sehr schön, sehr schön. Alles super. Also ich bin ja gerade erst reingekommen, aber ich denke, wunderbare Sache. Hervorragend. Tadellos. Super, schön groß, geräumig, aber man muss erst wieder alles suchen. Ganz neu sind auch die modernen Selbstzahlerkassen. Mit unterschiedlichen Farben erstrahlt das Kaufland auch in einem neuen Outfit und wirkt somit einkaufsfreundlicher. Ja, wir sind sehr, sehr froh, dass wir es pünktlich geschafft haben und heute um 7 unsere ersten Kunden begrüßen konnten. Wir haben bis zur letzten Minute gebohrt, gehämmert und gesägt und haben versucht, alles ganz pünktlich fertig zu bekommen. Wir sind erleichtert und froh und freuen uns, dass jetzt die Kunden bei uns wieder einkaufen können. Das Kaufland hat für Sie geöffnet montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr.